Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Der Erzbischof Malachias, der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird, zählt im 11. Jahrhundert 112 Päpste auf, aus einer Schrift mit dem Namen Profitia de Summis Pontificibus. Nach diesen Weissagungen beschreibt er, dass beim 112. Papst der Untergang der katholischen Kirche bevorsteht. Der 112. Papst müsste Petrus heißen, sowie der erste Papst, damit sich die Kreise schließen von den drei Geistreichen. Geistreiche bezieht sich in diesem Fall auf Jahrtausende. Im ersten wird das Jahrtausend des Vaters sein, im zweiten des Sohnes und im dritten des Heiligen Geistes. Ebenso führt er in diesen Weissagungen auf, dass der vorletzte Papst Benedikt heißt. Der ist ja mittlerweile zurückgetreten und war der 111. Papst. Auch ein gewisser Joachim von Fiore beschrieb diese Weissagungen, die als Chiliasmus bezeichnet werden. Das Interessante an dieser Sache ist, dass Papst Benedikt, als er noch Kardinal Ratzinger war, in den 50er, 60er Jahren schon ein Interpret dieses Chiliasmus war. Ob die katholische Kirche nun vor ihrem Untergang steht, mag ich nicht bewerten. Aber dass es nicht gerade gut um die katholische Kirche steht, nach den letzten Vorfällen, nach den letzten Enthüllungen, nach den ganzen Skandalen, dürfte bekannt sein. Nun gibt es auch Menschen, die behaupten, wenn der letzte Papst auf den Thron kommt, steht der Dritte Weltkrieg bevor. Wenn man nun nicht so sehr auf Weissagungen oder Prophezeiungen steht, sondern mehr auf Fakten und Tatsachen, hier zunächst einmal ein Interview mit Jürgen Elsässer. Wir haben jetzt das sogenannte WatiLeaks. Das heißt, es werden Geheimdokumente veröffentlicht aus dem innersten Kreis der päpstlichen Administration. Und in unseren Medien erscheint der Eindruck, es geht hier um Korruption, um Geldwäsche, um Linienkämpfe religiöser Art, um Statuskämpfe und so. Aber diese Morddimension taucht gar nicht auf. Dabei gibt es ein Schreiben eines südamerikanischen Bischofs an den Papst persönlich überbracht, von ihm selbst persönlich überbracht, das im Februar in Italien veröffentlicht wurde. Und ich darf das mal ganz kurz auszugsweise zitieren. In diesem Schreiben wird berichtet über einen Vorgang im letzten November. Und ich zitiere aus der italienischen Veröffentlichung. Kardinal Romeo prophezeite bei seinen Gesprächen in China den Tod von Papst Benedikt XVI. Innerhalb der nächsten 12 Monate. Die Aussagen des Kardinals waren als möglicher Wissensträger eines ernstzunehmenden Mordkomplotts so selbstsicher und konsequent vorgetragen, dass seine Gesprächspartner in China aufgeschreckt annahmen, dass auf den Heiligen Vater ein Attentat geplant ist. Zitat Ende. Diese Zeitung, Il Fatto Quotidiano, eine bürgerliche, seriöse Tageszeitung in Italien, hat das Warnschreiben des Kardinals an den Papst im Original oder faksimiliert mit veröffentlicht. Das heißt, es ist keine wilde Story. Hier geht es also um die Prophezeiung, die Warnung an den Papst: im November 2012 bist du liquidiert. Um was geht's? Meines Erachtens geht es darum, dass der Papst versucht, die CIA-Seilschaft innerhalb des Vatikans unter Kontrolle zu bekommen. Und zwar arbeitet die CIA-Seilschaft traditionell über die Vatikanbank. Deswegen ist eines der ersten Opfer dieser WatiLeaks-Affäre der Chef der Vatikanbank, Tedeschi, den Ratzinger erst im Jahr 2009, 2010 eingesetzt hat. Der musste jetzt im April, Mai im Zuge dieser WatiLeaks-Affäre zurücktreten. Tedeschi hat auf Wunsch von Ratzinger die jahrzehntelange Vorherrschaft der CIA in der Vatikanbank beendet. Die Vatikanbank war mindestens seit den 60er Jahren
eventuell auch schon während des Zweiten Weltkrieges, ein Instrument der CIA, um geheime politische Spiele in Italien zu finanzieren, namentlich die Loge P2, die Ende der 60er Jahre von der CIA lanciert wurde, bei ihrem Auffliegen Anfang der 80er Jahre einige hundert Staatsanwälte, einige Dutzend Minister oder ehemalige Minister und die drei amtierenden Chefs der Geheimdienste umfasste, dazu dutzendweise Generäle. Und über diese P2-Struktur ist ja in den 70er Jahren, in den 80er Jahren eine Gutzahl politischer Morde bis hin zu Aldo Moro, dem Ministerpräsidenten, durchgeführt worden, im Zusammenspiel zwischen P2 und der NATO-Untergrundarmee Gladio. Diese Geschichten wurden also über die Vatikanbank finanziert damals, über ein Trio, drei Leute waren an der Spitze, zwei wurden Anfang der 80er Jahre, als die Ermittlungen begannen, liquidiert, bevor sie aussagen konnten. Einer hing in London 81, 82 unter einer Themsebrücke. Einer wurde im italienischen Gefängnis vergiftet, 85, 86. Aber der dritte in diesem Trio, der hat weiter die Vatikanbank dirigiert über einen Strohmann, bis Benedikt XVI., das heißt unser deutscher Ratzinger, ans Ruder kam und die Vatikanbank an der Spitze erneuerte und strengere Vorschriften erließ, was Geldwäsche, Hintergrundgeschäfte und so weiter anging. Das war das Verdienst von Ratzinger und deswegen soll er jetzt mit dem Tode bedroht werden und seinen Offizier, den er an die Spitze der Vatikanbank anstelle dieses CIA-Manns gesetzt hat, dieser Tedeschi, den hat er schon zurückziehen müssen. Das heißt, es ist hier ein sehr spannender Vorgang. Der letzte Papst, der versucht hat, die CIA-Geschäfte in der Vatikanbank zu beenden, war Johannes Paul I. im Jahre 1978. Und der war nur 33 Tage im Amt und wurde dann auf mysteriöse Weise tot aufgefunden. Hoffen wir, dass es unserem deutschen Papst nicht so ergeht. Wenn von CIA oder Amerika die Rede ist, kommen mir zwangsläufig Begriffe in den Kopf wie Israel-Lobby. Und wenn dieser Begriff in den Kopf kommt, kommt mir Krieg in den Kopf. Und dann? Iran. Da ist auch seit längerer Zeit schon was mit den Atomwaffen, die angeblich dort vermutet werden. Irgendwie immer das gleiche Spiel. Es geht um Erdöl, es geht um Bodenschätze allgemein. Es wird vermutet, dass dort irgendwas im Busch ist. Natürlich ist dort nie etwas, man braucht ja einen Grund, einen Krieg anzufangen. Entweder sind die so dreist oder die rechnen einfach nicht damit, dass der dumme Mensch es merkt. Seit längerer Zeit ist der Iran ein Dorn im Auge in dieser Region. Sämtliche westliche Länder, Deutschland natürlich vorneweg, der Superverbündete von Israel und natürlich die USA, die Kriegstreiber Nummer 1, reden seit geraumer Zeit auf Ahmadinejad ein, er muss alles offenlegen und beweisen, dass er keine Atomwaffen baut. Um den Druck zu erhöhen, wurde sogar seinerzeit ein Interview gefälscht. Aber scheinbar trotzdem nicht Grund genug, um den Öffentlich-Rechtlichen zu misstrauen. Also, schönen Beitrag zur Analyse. Ich rate an dieser Stelle übrigens, bei der Suche nach einem geeigneten Kriegsmotiv die Lehren aus dem Irakkrieg zu ziehen. Die derzeitige offizielle Sichtweise ist ja, der iranische Präsident Ahmadinejad hat Israel gedroht. Er hat gesagt, Israel muss von der Landkarte getilgt werden. Dann ist natürlich ein israelischer Angriff logisch, nicht wahr? Das ist präventive Notwehr. Der Haken an der Sache ist natürlich, der Satz ist gar nicht gesagt worden, nicht wahr? Mal die Übersetzung vielleicht, nicht? Der Satz, Israel muss von der Landkarte getilgt werden, ist nachweislich falsch. Richtig lautet die Übersetzung seiner Rede, das Besatzungsregime Israels muss Geschichte werden. Kleiner Unterschied, nicht? Dieser Satz hier, nicht? Dieser Satz ist eine völkerrechtlich korrekte Forderung. Da haben zum Beispiel die katholischen Bischöfe vor ein paar Wochen sich noch viel drastischer über die israelische Ghettopolitik geäußert, nicht wahr? Ja, erfreulicherweise hat übrigens unser ZDF-Oberbefehlshaber Schächter von diesem Irrtum Kenntnis bekommen und hat Anweisungen gegeben, dass diese falsche Übersetzung innerhalb unserer Anstalt nicht mehr benutzt wird. Ich habe dem Folge geleistet, die Übersetzung kann auch dann wieder weg. Ich persönlich,
Ich persönlich, Landsleute, rate an dieser Stelle, wir sollten den wahren Kriegsgrund ausnahmsweise mal auf den Tisch legen. Ich denke, die Heimatfront ist reif dafür. Es kann Zufall sein, dass wir hier sitzen und auf die Konklave warten. Wundern würde mich nicht, wenn der nächste Papst Petrus heißt. Während wir in den ersten Sonnenstunden die Pferdelasagne verdauen, lädt in Washington D.C. die APEC, die israelische Lobby, zum Treffen ein. Dort soll beschlossen werden, dass ein Sprechverbot besteht von amerikanischer Seite über alles, was mit dem Iran zu tun hat. Dies könne man durchaus als Kriegsvorbereitungen anerkennen. Was dann im schlimmsten Falle bedeuten könnte, in 2 Tagen beginnt der Dritte Weltkrieg. Noch nie gab es so ein Kontaktverbot, selbst im Zweiten Weltkrieg war es den Amerikanern erlaubt, mit Hitler zu reden. Und dass es früher oder später so weit kommt, müsste eigentlich jedem klar gewesen sein. Außerdem ist es in unserem Land mittlerweile scheißegal, ob unsere Soldaten in Ausland einsetzen sind, ob ein Waffenhandel besteht, ob wir die drittgrößte Waffenexportnation sind. An jeder kleinen oder großen Sauerei sind wir mittlerweile beteiligt. Man muss sich schämen, ein Deutscher zu sein. Jeder Politiker verkauft sich selbst seine Ideale und danach macht man wieder so erschrocken, weil ja keiner ahnen konnte, dass Kriege geführt und Menschen getötet werden mit diesen Waffen. Und der Deutsche bleibt schön auf dem Arsch sitzen. Wollten wir nicht etwas lernen aus dieser Scheiße, die einmal war? Heiße Luft, wie es normal ist mittlerweile in Deutschland. Nur noch so Röstler-Typen. Ohne Ehre, ohne Stolz, ohne Charakter. Ihr kotzt mich an. Die Rechnung ist doch ganz einfach. Ich will keinen Krieg, ich baue keine Waffen. Aus. Scheiß Geld, ne? Eierloses Dreckspack. Und der Bürger wird als Wutbürger beschimpft. Und die Penner da oben denken sich, ist doch egal, der kommt eh wieder wählen. Anstatt mal auf die Straße zu gehen, anstatt mal auf den Tisch zu klucken. Anstatt einfach mal das Maul aufzumachen. Ich möchte nur mal wissen, für was der Deutsche so Angst hat. Dass du gesperrt wirst vom Scheißamt? Dein Kackjob, der unterbezahlt ist? Dass dein Nachbar schlecht über dich denken könnte, ne? Größtes Problem, oder dass dein Auto dreckig wird. Kann natürlich auch sein, dass du auf die Kiwi zu Weihnachten nicht verzichten möchtest. Oder eine Anzeige. Verbunden mit einem Platzverbot vom Ordnungsamt. Mann, Mann, Mann. Glaub mir, eins kann ich dir versichern. Wenn es knallt, bekommst du keinen Ärger wegen Rauchen in der Kneipe.